Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Sega Mega Drive Mini mit Mega Man The Wily Wars. Heute mit Mega Man 3 und ich hoffe mal, dass ich da jetzt nicht so abstinke wie in Mega Man 2. Ich noch überlegen, ob ich mir die Gameboy-Teile zulege. Sparkman, Snakeman, Needleman, Topman. Okay. Hardman, Gemini Man, Magnet Man und Shadow Man. Oh je. Ich glaube, hier in dem Level kamen mega coole Schlangenköpfe aus dem Boden. Wir starten mal, den Timer nicht vergessen. Wie immer 20 Minuten. Sieht Digga, finde ich hardcore unsympathisch. Gerade noch leider pappen geblieben. Wow. Wie hat mich dieser Schuss gerade nicht getroffen? Ist das eine Nockenwelle? Eine Nockenwellenschlange. Dude, was machst du da drüben? Ich glaube, die Mitte des Levels. Oh, hier haben wir auch eine andere Einblendung. Was bist du denn? Okay, die Propellerdinger werfen sich selber raus, so wie es aussieht. Oh Gott. Immer noch besser als seine Kumpels mit dem Schild, die total random ballern. Okay, whatever. Okay. Alter! Es ist doch nicht wahr! Versteht meine Probleme? Hört man, dass ich drücke? Okay, wenn man den Löffel auf die 12 bekommt, bekommt man auch Damage. Das ist unfair. Tschüss. Doch nicht. Was? Das ist ein Mikro. Ja, weil der Controller eigentlich relativ laut ist, dachte man hört das Drücken. Runterspringen ist, glaube ich, schlecht. Oh je. Yeah.
Sagen, wo bleiben die Viecher, die einen ins nächste Loch buxieren? Was? Dammit. Da bin ich mal auf Schnakenmann gespannt. Piu, 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 piu. Erst dachte ich mir schon, dass die seine Projektile die Wände hochmarschieren. Gerade ich habe ein schönes Pattern beim rausgefunden, aber dem war leider nicht so. Alter, ernsthaft, warum springst du da nicht? Du Schlangensohn. Der ist gefühlt ganz schön RNG, wie und was er macht. Ja genau, hau ab. Jetzt fällt er mir wieder auf den Kopf. Nee. Das Level von Snake Man hat echt Bock gemacht, das muss ich echt sagen. Hard Man. Be there or beware. Was? Warum dachte ich mir gerade dieses... Die Dinger sehen verdächtig aus. Ach, hier kann man sliden. Princess Nadi Angeli, grüß dich. Liebe Grüße von Nina. Nina ist doch da, oder? Sollte. Das ist meine Modöse. Was? Ah. Krass verwundert so, hä? Was? Was wollt ihr von mir? Wie geht's, wie steht's? Bäh.
Okay, solange er nur da hängt und nicht schmeißt, habe ich kein Problem mit dem. Oder auf mich droppt. Husch! Ich kann sagen, hier können wir doch bestimmt cheesen an der Leiter. Ich bin müde, sonst gut. Naja, dafür ist dann der gemütliche Tag heute doch mehr oder minder prädestiniert, oder? Hä, Springbohnen gegessen? So, das wünsche ich nie, wünsche ich dir nicht, dass du heute arbeiten hättest müssen tun oder ähnlich. Was? Ein Energy Tank. Au. Damit. Was für... Oh. Was machst du denn hier, Dude? Ich glaube, die Positionierung hier ist gerade echt nicht allzu verkehrt. Tschüss. Hui. Auch tschüss. Wo waren wir? Hardman. Ja, heute auch durch den Wetterwechsel bin ich auch so. Ein bisschen zweischläfrig. Drehen diese Fäuste auch noch um. Doch schlimm genug ist, wenn den Dingern ausweichen muss. Boah, jetzt bin ich völlig raus aus auch irgendeinem Pattern. Puh. Hat er sich gerade beim Versuch zu stehen einfach auf die Fresse gelegt?
Weil wenn jemals irgendwann ein Mega Man Maker erscheint, ich glaube, das wird die Hölle. Ich glaube, das wird noch übler als, okay, also mit Springen, tue ich anscheinend nur. Weil dann denkt man, oh, ich bin ganz gut ausgefliegen, die Dinger, die ins Kreuz. Oh boy. Uff, knapp 5 Minuten haben wir noch, ein Level machen wir noch. Nein, wir wollen den Stage Select. Ja, zum Nadelboy. Hey Sonic. Ernsthaft, ich kann die verdammten Nadel gar nicht wegschießen. Meh. Die Stage ist mir unsympathisch. Ja, aber es gibt keinen offiziellen Mega Man Maker. Mist, viel da unten. Ich denke, es ist Needle Man, nicht Cannonball Man. Oh, ihr scheint nicht zu sein, Peaks. Oh, die hätten wir doch wenigstens mal so machen können, dass man sie sieht, Leute. Leck mich, Energietank. Oh, schauen wir mal, wie der Kollege ist. Da mache ich schon mal aus, aber wenn noch eine Minute drauf, dann klingelt es wenigstens nicht. Okay, der fühlt sich jetzt so aktuell eher nach einem an, den möchte man mit Special Weapon umnieten. Boah, wenn du nicht von ihm wegkommst, ist das mega ätzend. Boah.
Ja, dann war das Mega Man 3 von The Wily Wars. Die Steuerung ist hart schwammig und ich habe meine Probleme mit dem Mega Drive Controller. Also mir ist es da nicht möglich, on point zu springen, was mit einem Super Nintendo Controller wahrscheinlich nicht das Problem wäre. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Schreibt mal doch mal unten in die Kommentare rein, was ihr von der Mega Man Wily Wars Collection haltet. Und ja, wenn ihr beim Stream mal da sei bein wollt, der Link ist unten in den Kommentaren. Ich bin Katka, ich bin spontan von der Rolle. Haut rein!